Dieses Haus verwandelt sich nach einem Kälteeinbruch zu einer echten Eishölle. Ein Mieter dieses Mehrfamilienhauses im Osten Chinas hat laut Medienberichten unbedacht die Tür seines Wohnblocks offen gelassen und das bei minus 40 Grad Celsius. Ganz schön blöd gelaufen, denn als andere Bewohner nach Hause kommen, liegt der komplette Eingangsbereich unter riesigen Eiszapfen begraben. Die Wände sind vereist, Schnee und Frost, wohin man nur blicken kann. Der Eingang, ein einziger gigantischer Kühlschrank. Berichten zufolge soll die eiskalte Luft zu riesigen Eiszapfen gefroren sein, als sie auf die warme Heizungsluft im Inneren traf. Die Eiszapfen wurden mittlerweile entfernt und der chinesische Wetterdienst warnt auch weiterhin vor starken Kälteeinbrüchen in der Region. So will hier sicher niemand wohnen. Der Mieter hat aus seiner leichtsinnigen Aktion daher hoffentlich gelernt.